Also am Beifall gemessen muss das ja eine ganz großartige Sendung werden. Vielen herzlichen Dank, schönen guten Abend auch für Sie daheim. Ihr seid ja schon eine Mannschaft, die überwiegend sich auf das Handwerkliche konzentriert, wenngleich doch einige drin sind, die auch technisch guten Fußball spielen. Und so hat zum Beispiel einer der besten Techniker, Alfred Schön, gesagt, die Mannschaft ist dabei, oder der Trainer ist dabei, mit uns das Spiel zu verfeinern. Wir werden noch besser spielen, ja. Ihr werdet das sehen. Und von Brutalität wollte er nichts wissen. Das ist ja richtig. Also, wir trainieren keine Brutalität und trainieren also keine Faust oder schon irgendwas. Das, was wir können, das wollen wir gut machen und das wollen wir hundertprozentig machen. Dass wir noch nicht alles intus haben, das muss man zugestehen. Wir sind eine gewachsene Mannschaft, da ist eine Jugend raus und können also nicht mit dem Scheckbuch umgehen, wie das andere tun. Wir müssen mit Fleiß und Strebsamkeit die Bundesliga erhalten. Das ist also keineswegs so. Es ist also keineswegs so, dass etwa der Trainer dazu besondere Härte anhält, weil er meint, mit anderen Mitteln kommen wir nicht weiter. Also sowas zu unterstellen, einem Trainer oder einem Ausbilder oder einem Lehrer, das ist also eine Frechheit. Es gibt Ungeschicktheiten, einfach aus dem Mangel der Spieltechnik heraus, das ist klar, dafür gibt es die Regel. In dem Regelbuch, da ist gar nicht so viel drin, das kann man kapieren und dann wird das Spiel geleitet, so wie sich das gehört. Und wenn einer dabei ist, der nicht gehorcht, der muss halt dann mal zugucken. Ne? Ja. Nun war heute... War heute in dem Spiel Bayern gegen Waldhof auch wieder einiges an Härte drin. Es gab einen Platzverweis, sie haben ihren Spieler Dickieser verloren. Mhm. Es gab diverse gelbe Karten, man hat einige nicht sehr schöne Szenen mit ansehen müssen. Ist denn vielleicht insgesamt gesehen die Spielweise härter geworden oder sogar vielleicht doch ein bisschen zu brutal? Ja gut, der Terminplan, der rafft also sehr. Wir stehen ja dieses Jahr bis im April nur in der Runde. Und dann gibt es natürlich Spiele, die nicht jeder körperlich so verkraftet, wie es einfach vom Profi her verlangt wird. Auch das ist eine Gewöhnungszeit, das ist eine Eingewöhnungszeit für Mannschaften wie wir, vielleicht für Aufsteiger, weniger wahrscheinlich für die Etablierten, die schon jahrelang in diesem Geschäft sind. Wir sind ja hier die graue Maus immer noch und da muss man schon an den Rand der körperlichen Verfassung gehen. Das ist ein klarer Fall. Und jeder, der viel denkt, der kriegt Kopfweh. Und der immer belastet ist körperlich, der kriegt natürlich einmal den Nullpunkt. Und dann fuscht er, wie wir im Handwerk sagen. Dann macht er also den Dinge, die sogenannten nicht in Ordnung Mist, sind. Ne? Ja. Das kann Ihnen ja auch nicht gefallen. Ich meine, wenn Sie also dem Fußballlehrer das Wort reden, das können Sie doch nicht gut haben wollen, dass man Sie beschimpft, dass man Ihnen vorwirft, einen Fußball zu spielen, der mit Holzhackerfußball also, verglichen wird. Das kann Ihnen nicht gefallen. Es kommt immer darauf an, wer sagt. Nicht? Mhm. Da gehöre ich ja zwei dazu. Wenn das also einer sagt, der sowieso keine Ahnung vom Fußball hat, dann tut mir das nicht weh. Trainerkollegen haben das noch nie gesagt. Weder der Otto Rehhagel noch irgendjemand anders, mit dem wir gespielt haben. Wir haben eine gewisse Taktik, die ich jeden Sonntag auf den bestimmten Gegner mir ausfeilen muss, wo ich üben muss. Ja, wo ich mit drei Spitzen, mit zwei Spitzen oder mit taktischen Varianten spiele. Aber doch nicht, dass man hier einsteigt. Die Fouls, die spektakulär sind oder spektakulär waren in der Bundesliga, die uns alle betroffen gemacht haben, ab der zweiten Minute dieser Runde bis am letzten Sonntag, die schmecken uns alle nicht, sind aber bei uns nicht passiert. Und wenn Heide Digiser dusseliges Foul macht, blockiert den Ball, sieht spektakulär aus, hat schon die gelbe Karte gehabt und er kommt runter, dem Minglhofer ist nichts passiert und das ist mal das Entscheidende. Ja? Wenn aber einer rausgeht mit einem Knöchelbruch oder sonst irgendwas, das ist bei unseren Spielern nicht gewesen. Was haben Sie denn Ihrem Spieler Digiser gesagt, als er runterkam? Viel Trost. Ich habe also mein Pullover schon angezogen und meinen Hut aufgesetzt und ich habe gedacht, so Junge, jetzt echt mal weg vom Fenster, nicht viel reden. Da haben wir morgen Zeit und das werden wir schon intensiv machen. Und ich kann so einen jungen Mann nicht im Regen stehen lassen. Das ist ein ganz klarer Fall. Dem Gegner ist also nichts passiert, was anders wäre gewesen. Der hätte hier brutal durch die Gegend geschlagen. Dann hätte ich mal am Schlawitsche gepackt. Das ist ein klar. Aber so kriegt er geholfen. Das ist ein klarer Fall. Und ich hoffe, dass die Sperre nicht so ausfällt, dass er längere Zeit wieder warten muss. Er ist ein sehr engagierter junger Mann, der mit viel Fleiß sich diesen Beruf gewählt hat und noch viel Fleiß an den Tag legen muss, um in sehr guter zu werden. In guter ist er
und sehr gut zu werden. Da müssen wir alle noch lernen und vor allen Dingen die Mannschaft. Was werden Sie denn jetzt tun, um Ihr Image wieder zu verbessern? Also ich meine nicht Ihr persönliches, sondern das der Mannschaft. Ja, ich glaube, heute Spiel trägt dazu bei, andere Spieler haben dazu beigetragen. Und ich kann also nicht immer einen anderen Präsident fragen, einen anderen Trainer fragen, wie ich spielen soll. Ja, das soll auch jeder, den Bremer Präsidenten wollen Sie. Da soll jeder mal sein Birne selber darstrengen, zu sagen, gut, die schlagen wir so oder so. Das ist meine Überlegung. Und dass ich hier 11 Mann aufs Feld schicke, um hier Hackmisch zu machen, das ist ein absoluter Quatsch. Wir versuchen mit unseren Mitteln, wie gesagt, den Fußball zu spielen. Unsere Zuschauer in unserer Region sehen engagierte Spiele. Wir haben jedes Jahr mehr Zuschauer, als wie wir planen. Und es geht seit 6 Jahren so. Und wir machen das Produkt für unsere Region. Und wenn Bremen oder andere Mannschaften, die verkaufen ihr Produkt in Bremen. Ich verkaufe es in Ludwigshafen und in der Region Vorderpfalz und Rheinhesse und Na, Sie verkaufen es natürlich auch in München. Sie haben, heute haben Sie es in München verkauft. Aber wichtig ist der dort dafür Geld verlangt. Das Produkt, der, wo dort Geld verlangt, der hat natürlich auch dafür zu sorgen, dass hier was Anständiges auf den Tisch kommt. Die haben da irgendwann mal während des Spiels die seitliche, so eine Seitenfahne da rausgerissen und haben damit gewinkt. Ja. Die Szene haben wir, glaube ich, mal rausgepickt. Die kann man sehen. Ja, ist also hier. Ja, ich finde es absolut komisch, wenn ein Schiedsrichter faul pfeift und den Spieler dann 3 Minuten dort liegen lässt, weil mittlerweile 3 Minuten, und ich muss den Jungen dann auch auswechseln. Ja, also faul an einem Spieler von mir und kein leichtes Faul, sonst wäre die Auswechslung nicht erfolgt. Und er tut ab, wie wenn da nichts passiert wäre, er hat selber reingedrillert. Ja, dann brauche ich auch nicht zu pfeifen, wenn ich den nicht behandeln lassen will. Hat er es gesehen, wie Sie gewinkt haben? Ja, bestimmt, ja. Ich habe zwei Heimspiele Ihrer Mannschaft gesehen. Eins, glaube ich, gegen Leverkusen, eins gegen Uerdingen. Uerdingen war gut, ne? Die erste Halbzeit, beide ersten Halbzeiten waren nicht so berauschend. Und da habe ich auf der Tribüne doch schon ein paar Stimmen gehört. Man muss das denn sein? Ich meine, wenn Sie sagen, die Zuschauer stehen da gerne hinter dem Club. Da gibt es auch andere Stimmen inzwischen. Naja. Ich glaube, ihr müsst. Bei uns auf der Haupttribüne, das sind komisch dabei. Das ist richtig. Ich saß aber da auch. Aber, ja, ist gut. Ich habe gesagt, da sind ein paar komische dabei, sagen wir mal so. Ne? Denen kann man überhaupt nichts recht machen. Wechseln Sie in der ersten Minute aus oder in der letzten Minute, dann ist es falsch. Stellen Sie die Mannschaft so auf. Aber wir gewinnen, wir sind dabei. Das scheinbar guckt keiner in die Tabelle. Und scheinbar guckt keiner, dass da über 20.000 und 25.000 Zuschauer da sind. Das ist also schon ein bisschen komisch. Aber sorgen Sie sich nicht drum. Die werden es noch diese Runde mit mir aushalten und die Bundesliga wird und sich auch noch mit mir befassen. Und dann gehen Sie zum Fernsehen oder wie? Oh, das glaube ich nicht. Ich bin ja dabei. Ich bin ja bei Ihnen. Also. Also die kriegen Bank, Sie geschenkt, die können Sie gern weiter verschenken. Die Deutsche Bank muss einen Boris bezahlen. Ich habe ja gerade in die Tennisspielerei gekommen, sehr gut, auch schon da. Also Sie können, müssen mir das nicht schenken, weil das so einen schlechten Eindruck macht. Aber das könnten Sie mir schenken. Das machen wir, selbstverständlich. Ja, darf ich das behalten? Das ist zur freien Verfügung. Das ist das Hütchen von den Bayern. Ich habe schon das zweite Mal, der Toni Schumacher hat mir es schon mal geschenkt. Also zur freien, vielleicht hat er einen Spaß. Werden wir heute Abend vielleicht hier noch los. He? Und jetzt gehen wir an die Wand. Also, gut. Vielen Dank, Herr Staffel. Mal hier rüber, schau. Ich würde den Pullover halten, mache ich gern. Bleib stehen, Männer. Ihr Leute, geht's euch gut? Ja, ne? Schlaf mir, hau ihn neu, sagt ihr, wie du Hunger hast. Ich war eigentlich so in Form, aber ein bisschen vorbauen. Zu schlafen. Ich werde eine oben reinhauen, dann wird es rein. Tu deine Kamera weg da hinten. Da ist eine Glasscheibe. Ah, Torwart kann er auch. Sehr gut. Es ist der Trainer, wo ich gerade kicken kann. Also komm, den einen wollen wir jetzt sehen. Bah, den werde ich unten rein schießen. Ist nicht schlecht.
Dank. Nein. Hallo. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und die Waldhöfer als eine Mannschaft der Techniker und der hervorragenden Fußballspieler inzwischen ja, zu Ruhm und Ehren gekommen sind. Vielen Dank, Frau Schlappner, dass Sie die Tour auf sich genommen haben. Alles Gute. Sie werden uns, werden auch Ihren Spaß haben mit uns. Ne? Sehr gut. Ja? Mit ihm ja sowieso immer. Also, ciao, tschüss. Vielen Dank. Jetzt. Dort drüben an der Ecke hier rechts von mir sitzt Dr. Staude, der Präsident des Deutschen Tennisbundes. Nikola Pilic haben wir gestern Abend noch mal vorgestellt. Der Bundestrainer sozusagen der Davis-Cup-Mannschaft, Andreas Maurer, hat doppelt gespielt. Hans-Jörg Schweier hat in Hamburg den Grundstein, finde ich, mitgelegt für diesen Erfolgsweg. Wilhelm Bungert als Mannschaftskapitän, Professor Keul als der Mannschaftsarzt. Und das ist wohl der Masseur, aber Ihren Namen kenne ich leider nicht. Krammer, Helmut Krammer. Herr Krammer, sehr. Der früher in Wattenscheid war? Nein. Nicht in Wattenscheid, mit dem kann man nichts zu tun. Ich bin Oberbayer. Sind auch echter Oberbayer, da werden wir Sie noch ein paar Mal zu Wort kommen lassen, wenn wir Bayerisch so gern hören. Ja, Herr Dr. Stauder, das ist für den Deutschen Tennisbund natürlich ein unglaublicher Erfolg. Und wenn ich sage, es haben viele angerufen und gefragt, wie war das dann mit dem Ball? Es haben auch viele gefragt, was wird jetzt sein? Das Endspiel gegen die Schweden, die also 3:0 führen heute gegen die Australier, wird vom 20. bis zum 22. Dezember gespielt. Wissen Sie schon wo? Und wenn ja, wie kommt man an die Karten? Ist klar, ja? Die Leute haben das Telefon abgerissen. Beide Fragen kann ich noch nicht endgültig beantworten. Steht nur fest, dass es entweder in Dortmund sein wird oder in München. Und die Entscheidung wird auch in den nächsten 8 Tagen fallen. Wir müssen noch einige Erkundigungen einziehen beim internationalen Verband. Es ist ja das erste Mal, dass ein Davis-Cup-Finale in Deutschland ausgetragen wird. Und zum Kartenverkauf kann ich auch nicht mehr sagen, als dass es dann mehr Karten geben wird als dieses Mal, aber sicherlich weiterhin viel zu wenige. Wie viel Fassungsvermögen haben denn die Hallen in Dortmund? Oder? Ich glaube, Dortmund hat etwa 14.000. München, Olympiahalle etwa 12.000. Ja, das wäre ja auch schon ganz schön. Also 50.000, ja. So viel wie wir nach Frankfurt wollten, werden wir so schnell nirgendwo unterbringen, es sei denn, wir spielten im Freien. Aber das kann man im Dezember nicht riskieren. Wenn man gewusst hätte, dass das Wetter so schön ist wie in diesen Tagen, hätte man ja draußen spielen können. Aber wer weiß das schon, Oktober in Deutschland, das ist ja doch sehr problematisch. Vielleicht bleibt es jetzt so. Wollen wir hoffen, das könnte jetzt so bleiben bis Weihnachten. Ne? Ja. Und dann besser werden. Besser. Ja. Wilhelm Bungert. Es ist, glaube ich, inzwischen klar, morgen werden nur 2 Gewinnsätze gespielt. Darauf haben Sie sich mit Ihrem tschechischen... Von vornherein eigentlich, bevor das Match begann. Und ich kann auch jetzt schon sagen, dass Thomas Mead kein Einzel spielen wird, weil er eine Verletzung hat. Sodass also Boris Becker gegen Pimek spielen wird. Mhm. Und das letzte Spiel dann Westphal gegen Mesia. Mhm. Und das müsste zu schaffen sein, das 5:0, nicht? Ich finde, die Mannschaft wird jetzt von einer Sympathiewelle und auch von einer Erfolgswelle getragen. Man kann natürlich jetzt viel freier spielen. Man wird bestimmt ein schönes Spiel sehen. Und die Zuschauer werden schönes Tennis sehen. Ich glaube, dass ein 5:0 ohne weiteres drin ist. Hans-Jörg Schweier, Sie saßen auf der Tribüne. Ich habe Sie gesehen. Mit welchen Gefühlen sitzt man da und sieht die anderen spielen und gewinnen? Natürlich spielt man lieber selber. Da hat man das ganze Spiel in der Hand. Aber wenn man dann so ein Match sieht, wie Michael Westphal geliefert hat, da kann man nur froh sein, dass er auf dem Platz stand, nicht ich selber. Sie haben in Hamburg ja nun auch einiges aushalten müssen. Ja, das war so ähnlich, vielleicht nicht ganz so dramatisch. Und nicht ganz so lang? Nicht ganz so lang. Er hat mich sehr gut vertreten, muss ich sagen. Wie wird das denn jetzt sein, Wilhelm Bungert? Er gehört ja fest zur Mannschaft weiterhin. Das ist im Moment jetzt wohl auch der Kern, auf dem aufgebaut wird. Ich gehe davon aus, dass wir in der Finalrunde mit der gleichen Mannschaft spielen. Und Hans-Jörg wird natürlich auch dabei sein. Ich glaube auch, dass wir da große Chancen haben, obwohl die Schweden 4 Leute in den ersten 10 haben. Es ist ganz sicher eine Riesenaufgabe für unser Team. Aber ich bin bisher Optimist gewesen und werde es auch fürs Finale sein. Das spielt sicherlich der Heimvorteil dann jetzt auch eine große Rolle, wenn man merkt, wie die Menschen mitgehen. Ja, kommt ganz sicher zu. Das Publikum in Hamburg und in Frankfurt war fantastisch gewesen. Man kann zum ersten Mal sagen, dass wir so unterstützt wurden, wie es wir uns seit Jahren mal gehofft haben. Wenn wir in Spanien oder Italien spielen, ist uns oft gegen uns, haben wir es erlebt, wie ein Publikum sein kann. Mhm. Hier war es fantastisch. Mhm. Wir beide haben uns unterhalten gestern, während der Boden da mal aufquoll. Ich nehme an, Herr Dr. Stauder, Sie werden darauf achten, dass das nicht nochmal passiert. Das ist ja doch ein bisschen peinlich. Also man hat da aufs Feinste alles hergerichtet. Das ganze Ding hat 100.000 Mark gekostet angeblich. Und dann passieren solche Sachen. Wenn das dem Thomas Schmid passiert wäre, kann ich mir vorstellen, also das, was Michael Westphal passiert ist, dann wäre der Teufel los gewesen. Nun, es hätten Probleme kommen können, aber der Oberschiedsrichter Alan Mills sagte hinterher, dass er bei einem erneuten Aufgehen des Teppichs
das Spiel abgebrochen hätte und hätte es heute weiterspielen lassen. Es wäre also zu keinem generellen Abbruch gekommen oder zu einem Punktverlust, sondern er hätte das Spiel an diesem Tage abgebrochen, hätte sämtliche Nähte überprüfen lassen und hätte heute weiterspielen müssen. Ich frage jetzt mal zwischendurch den Mannschaftsarzt, wenn man sieht, wie ein Mann wie Thomas Schmid, der also offenbar jetzt noch mit steifen Beinen da heute in das Doppel gegangen ist, verzweifelt kämpft nach so einem 5,5-Stunden-Spiel von gestern Abend, ist das aus ärztlicher Sicht eigentlich zu unterstützen? Kann ein Mensch so schnell regenerieren oder was würden Sie empfehlen? Nun, die Regeneration für einen Spieler innerhalb von 24 Stunden nach einem 5,5-Stunden währenden Match ist sicherlich nicht möglich. Darüber gibt es auch viele Befunde und Untersuchungen. Man muss davon ausgehen, dass die Zeit, um die Wiederherstellung des Organismus zu gewährleisten, 48 Stunden sind, also 2 Tage oder 3 Tage. Und es war heute zu erwarten, dass die Reaktionsfähigkeit, auch die Spielleistung von Smith vermindert sein würde. Und wenn Sie die andere Frage noch beantwortet wissen wollen, ob man das verantworten kann, natürlich kann man das verantworten. Bei einem jungen Menschen, der gut trainiert ist, wird es zu keinen gesundheitlichen Schäden kommen. Es wird zu einem Nachlassen der Leistungsfähigkeit kommen. Aber dass die gefährdet sind, kann man mit Sicherheit ausschließen. Der Masseur hat sicher auch eine ganz wesentliche Rolle gespielt, Herr Kramer, damit wir Sie jetzt auch ins Gespräch ziehen. Ach. Sie haben da ein bisschen arbeiten müssen, doch wieder an Michael Westphal. Bei mir beginnt dann die Arbeit erst nach dem Matchball. Ja, aber eine angenehme Arbeit, vor allen Dingen dann, wenn man mit zur Siegermannschaft gehört, ne? Auf jeden Fall. Ich habe ganz zu Beginn der Sendung gesagt, als Sie noch nicht da waren und ich noch nicht genau wusste, wann Sie kommen würden, dass Sie eben in der Stadt Frankfurt waren bei Herrn Oberbürgermeister Wallmann und haben sich in das Goldene Buch eingetragen. Die ganze Szene dauert nur eine Minute. Die wollen wir uns doch anschauen, wie das dazugegangen ist. Vielleicht kann noch einer der Herren was dazu sagen, Herr Dr. Staude vielleicht, oder Herr Pilic. Das ist sicher eine große Ehre. Das war sicherlich noch eine große Ehre an historischer Stätte Frankfurt eingeladen zu sein vom Oberbürgermeister und die Eintragung der deutschen Mannschaft und das Goldene Buch, das gesagt, war schon eine Aussage. Das Goldene Buch ist. Ich wusste das gar was nicht. Was dachten Sie denn, was das sei? So ein ganz normales Gästebuch. Ganz normale Eintragung. Naja, also, ganz wichtiger Moment für viele. Michael Westphal. Schreiben konnte er noch. Sie haben heute schon gesagt, das habe ich gehört, dass Sie gar nicht verstehen können, Andreas Maurer, wie immer wieder an Ihren Doppelspielerqualitäten gezweifelt wird oder Sie da in so ein seltsames Licht gerückt werden, was weiß ich von wem. Sie haben doch jetzt wirklich bewiesen, dass Sie an der Seite zum Beispiel von Boris Becker eine erstklassige Leistung bieten können. Ich meine, das müsste auch Ihnen jetzt so viel Auftrieb geben, dass Sie sagen, das andere interessiert mich nicht mehr so sehr. Das ist richtig. Es ging eigentlich nur darum, weil wir haben eine fantastische Leistung in Hamburg geboten, gegen die Weltmeister kurz vorm Sieg gestanden, haben unglücklich 7-5 im fünften Satz verloren. Und da dachte ich schon, da könnte man doch ein bisschen optimistischer für dieses Doppel reinblicken. Und ich habe mir von vornherein in diesem Doppel eine gute bis sehr gute Chance gegeben, weil ich mich ganz speziell fürs Doppel konzentriert habe. Und ich habe mit Boris Becker schon etliche sehr gute Doppel gespielt. Und ich habe da immer eine super Chance gesehen, dass wir gerade dieses wichtige Doppel gewinnen. Und dass wir es natürlich so glatt und so deutlich gewonnen haben, also war für mich natürlich eine ganz besondere Glückwunsch. Und der Bundestrainer ist sehr zufrieden, glaube ich. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich denke, Andreas hat heute gespielt, das Beste, das ich halt gesehen habe in den letzten 3 Jahren. Hat er super gespielt in Hamburg. Aber heute war wirklich super. Beinahe selbst übertroffen. Ein größeres Kompliment kann man an einem solchen Tag nicht erwarten. Ich bedanke mich sehr herzlich, meine Herren, wünsche für die restlichen beiden Einsätze. Und dieses Auto hier, also der neue Sport Quattro, ist jetzt das, was man als perfekt ansehen kann? Wenn ich zurückblicke auf die San Remo Rallye, würde ich sagen, ja. Erstmal von der Zuverlässigkeit her, wir hatten nicht die geringsten Probleme. Und dann natürlich auch von der Schnelligkeit her. Ich habe in der Toskana auf, glaube ich, 34 Prüfungen 32 Mal Bestzeit gefahren. Das hat es in der WM praktisch noch nie gegeben. Also wir können ganz optimistisch an und für sich jetzt wieder mal in die Zukunft schauen. Wenn ich aber höre, Walter Röhrl, dass dieser Wagen an die 500 PS hat. Ja, wir haben über 500 PS inzwischen, jawohl. Wohin geht der Weg, der Rallye? Ja, wie überall im Sport, ins Extreme natürlich. Das ist vollkommen klar. Jeder versucht, der Schnellste zu sein. Dabei stoßt man in jedem Sport in irgendwelche Extreme vor. Ich selber bin der Meinung, dass es nach wie vor am Fahrer liegt. Der hat es in der Hand, die 500 PS richtig einzusetzen, wo es zu gefährlich wird, eben die 500 PS aus dem Spiel zu lassen. Ich muss einfach die Abgründe, die Bäume respektieren und dann, glaube ich, geht es ganz gut. Und Sie müssen auch die Menschen respektieren, gerade in Italien, denn die Rallye San Remo als Klassiker, Doris Papritz hat es gesagt, ist von Hunderttausenden von Menschen begleitet, die manchmal über die Grenze des Vertretbaren hinausgehen in ihrer Risikobereitschaft. Ja, selbstverständlich. Es ist auch genau das Gleiche. Es gibt so viele Fans da drunten.
Jeder will den besten Platz haben und er glaubt, er ist mitten auf der Straße. Und das ist schon ein Problem, mit dem wir seit etwa 3 Jahren konfrontiert sind. Man kann nur immer wieder an die Vernunft der Leute appellieren. Bei uns in Deutschland, muss ich sagen, geht es auch ganz gut. Aber im Ausland, vor allem im südlichen Europa, sei es Portugal oder auch in Italien, sind die Leute eben dermaßen überschwänglich, dass wir leider Gottes oft in die Verlegenheit kommen, uns zu überlegen, ist es jetzt gut, wenn ich auf dem Gas bleibe oder gehe ich vom Gas weg. Ich habe noch dazu das Pech gehabt, dass ich die ganzen Prüfungen als erstes Auto fahren musste, weil ich am Anfang geführt habe. Und so gab es natürlich schon sehr, sehr viele Situationen, wo ich eben viel früher vom Gas ging, als ich normal gehen würde. Aber dank des guten Autos war das also ohne weiteres möglich, weil Zeit genug vorhanden war, um trotzdem vorne wegzufahren. In Deutschland mehren sich die Stimmen der Kritiker, die Rallyes für unzeitgemäß halten. Die Rallye Saarland ist abgesagt. Es hat allerdings heute nun wieder die Baltik gegeben. In Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, glaube ich, waren 80.000 Menschen auf den Beinen. Also die Faszination des Sportes ist gegeben. Frage muss allerdings sein, können wir uns das heutzutage noch leisten? Was die Wälder angeht, was die grünen Anlagen angeht, wenn ich da sehe, wie sie durch die Toskana gedonnert sind. Gut, da ist die Besiedlung nicht so dicht, aber das ist eine schöne grüne Landschaft. Die Kritiker sagen, muss das sein? Wenn denn schon Rallye, gehen wir doch in die Wüste oder dahin jedenfalls, wo man nicht so viel Unheil anrichten. Wie sehen Sie das? Das ist richtig. Wenn man natürlich die Frage nach dem Muss stellt, dann glaube ich, würden wir in unserem Leben auf 80% alles Vergnügens verzichten müssen, weil es nicht sein muss, dass wir eben am Sonntag am Fußballplatz fahren. Aber der gute Mann, der am Fußballplatz fährt, der arbeitet die ganze Woche und irgendwoher muss er ja den Lebensmut nehmen. Er muss sich ablenken, er muss Freude haben, um wieder an die Arbeit zu gehen. Und die findet er am Fußballplatz. Und genau die gleiche Berechtigung haben Hunderttausende, Millionen von Autosportfans, die einfach das sehen wollen, dass eben einmal im Jahr in San Remo die Autos durch die Gegend fahren. Und ich glaube nicht, dass dadurch irgendwelche große Schäden angerichtet werden. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Bekannte dort, die ich in 10 Jahren kennengelernt habe, zum Teil sehr große Bauern, Weinbauern durch dieses Gebiet, wo wir fahren. Und ich habe noch von keinen irgendwelche Klagen gehört, dass er sagt, deshalb würde sein Wachstum beeinträchtigt werden. Das eine Mal wäre das also wunderbar. Sie sind stolz, dass wir dort durchfahren und sie freuen sich das ganze Jahr, dass wir wieder kommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass in Deutschland das Umweltbewusstsein besonders geschärft ist und dass da halt die Widerstände wachsen. Und sicher ist es natürlich, wie schon angesprochen, man muss natürlich unterscheiden, ob ich durch ein Gebiet fahre, wo der Lebensraum, der normale Lebensraum für meine Begriffe schon für jeden Bürger zu eng ist, dass er überhaupt keine Möglichkeit hat, aus ins Grün zu fahren, weil eben das ganze Gebiet so besiedelt ist. Und dann muss man natürlich auch von dem Verantwortlichen her die Veranstaltungen durchführen wollen, muss man halt irgendwann mal einsehen, dass man in dem Gebiet wirklich nicht mehr fahren kann. Gut, das ist eine klare Aussage, die man auch unterschreiben kann. Ja. Also da, wo es passt, soll es passen, absolut. Aber da, wo es nicht mehr passt, soll man auch einsehen und sagen, muss man eben darauf verzichten. Jeder guckt ja gern mal in den Motorraum. Das ist also der 20 Ventiler Audi Quattro Sport. Und Sie haben, Doris Papres hat das im Beitrag schon angedeutet, ein Kühlsystem. Früher war hier der Wasserkühler gesessen. Ja. Damit waren natürlich erstmal die Platzverhältnisse sehr eng im Motorraum. Plus war eine sehr große weitere Gewichtsbelastung auf der Vorderachse. Ja. Das haben wir jetzt alles nach hinten verlegt. Und das Auto ist für den Sportbetrieb in der Gewichtsverteilung dann noch besser ausgewogen. Mhm. Und was haben Sie im Übrigen noch getan? Wodurch ist er noch verbessert? Verbessert ist er durch die Aerodynamik geworden. Sie sehen die großen Spoiler vorne, den großen Spoiler hinten. Das heißt also, durch die Aerodynamik wird das Auto noch besser auf den Boden gedrückt und hat ein besseres Fahrverhalten. Mhm. Jo, Walter Röhrl, dann auf ein neues. Ein Fahrrad haben Sie sich gekauft, habe ich eben im Film gesehen. Ja, ich habe fahren Sie Rad, also doch umweltbewusst. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, jetzt wahrscheinlich viel mehr, als wie man einem Autofahrer oder einem professionellen Autofahrer zutraut. Sie machen Ski, Golf, hat sie gesagt, Tischtennis, ja. Radfahren, Automobil, es fehlt nur noch Fliegen, Rudern auch. Rudern tue ich auch, jawohl. Es gibt also kaum was Sie nicht tun. Das stimmt, jawohl. Ich weiß nicht, ob Sie Münzen sammeln. Vor allem, wenn Sie momentan in Währung sind, die sammle ich also ganz, ganz, ganz kräftig. Also, die kann man entweder sammeln oder dann verkaufen. Wie ich Sie kenne, werden Sie sie sammeln. Die schenke ich Ihnen. Die Tennisspieler bekommen Sie später. Es war jetzt so umständlich, da die ganze Reihe durchzumachen. Das werden wir nach der Sendung natürlich tun, bevor jemand anruft und sagt, warum haben die berühmten Tennisspieler das nicht bekommen, kriegen Sie. Walter Röhrl, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke. Ich hoffe, dass Sie alles gut überstehen, bevor wir wieder zumachen. Oder sieht ja so auch gut aus.